Wir alle haben schon tausendmal gehört, dass UV-Strahlung Hautkrebs verursacht. Aber wenn Sonnencreme vor Hautkrebs schützen soll, warum haben dann Menschen, die Sonnencreme benutzen, öfter Hautkrebs? What? Ja, das stimmt tatsächlich. Aber wieso stellt das Bundesamt für Strahlenschutz dann während der EM überall in Deutschland Sonnencremespender auf? Wollen die uns alle umbringen? Nein, keine Sorge, das hier ist keine Verschwörungstheorie. Aber tatsächlich versteckt sich hier ein sehr spannendes statistisches Paradoxon. Egal, ob du Sonnencreme-Muffel bist oder Sonnenschutz jeden Tag zu deiner Beauty-Routine gehört, wahrscheinlich weißt du auch noch nicht alles über dieses sehr komplexe Thema. Wir haben auf jeden Fall sehr viel bei der Recherche und unserem Gespräch mit einem Experten hierüber gelernt. Also, jetzt ganz viel Spaß mit dem Video, raus aus der Sonne und los geht's. Sonnenstrahlen bestehen aus drei Anteilen mit verschiedenen Wellenlängen. Wärmestrahlung, also Infrarot, sichtbares Licht, das benutzt ihr gerade, um mich zu gucken, und UV-Strahlung, also ultraviolettes Licht. Und dann gibt es nochmal drei verschiedene UV-Typen, nämlich die kurzwelligen UVC-Strahlen, die werden aber zum Glück direkt von der Ozonschicht blockiert, und UVB- und UVA-Strahlen, die auch hier unten bei uns ankommen. Und die schädigen unsere Zellen. Und wenn geschädigte Zellen nicht absterben, wie sie eigentlich sollen, dann kann Hautkrebs entstehen. Viele denken ja, dass fürs Hautkrebsrisiko nur Sonnenbrände entscheidend sind. Und ja, jeder Sonnenbrand erhöht das Hautkrebsrisiko. Aber das ist nicht das einzige Problem. Das hat uns Dr. Harm-Henning Lindhof erklärt. Er ist Leiter des Hauttumorzentrums an der Uniklinik Düsseldorf. Ja, auch bei schlechtem Wetter haben wir Kontakt zu UV-Strahlung und auch wenn wir uns in Räumen aufhalten mit Fenstern. Die UVA-Strahlung kommt auch durch Fenster durch und führt vor allen Dingen zu Hautalterung und zu der Entwicklung von zum Beispiel schwarzem Hautkrebs, während UVB-Strahlung von Fensterscheiben abgehalten wird. Und UVB-Strahlung führt eher zur Entwicklung von weißem Hautkrebs. Ja, das heißt, wir haben, wenn wir in Räumen sind, eigentlich wenig Kontakt zu UVB-Strahlung, aber die UVA-Belastung kann trotzdem sehr hoch sein, wenn wir da an einem sonnigen Fensterplatz sitzen. Und genauso ist es eigentlich auch im Schatten. Ja. Man hat das Gefühl natürlich, es ist weniger warm und ich bekomme nicht so viel UV-Licht ab. Trotzdem können durch Reflexionen auch bis zu 50% des UV-Lichts auf unsere Haut treffen. Also, die UVB-Strahlen sorgen eher für weißen Hautkrebs und Sonnenbrände. Wenn man zu viel UVB-Strahlung abbekommt, dann kriegt man das also mit. Aber vor allem UVA-Strahlen erhöhen das Risiko für den viel gefährlicheren schwarzen Hautkrebs. Wer drinnen sitzt und eine Überdosis UVA erwischt, der merkt erstmal kaum etwas. Und, was viele gar nicht wissen, seit den 80ern ist die Atmosphäre strahlendurchlässiger geworden, weil es Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung gab. Das heißt, es kommt mehr UV-Strahlung hier an. Gut für die Lungen, aber schlecht für die Haut. Und in Klimamodellen sieht man, dass die Wolkendecke bis 2100 jedes Jahrzehnt um 1,4% zurückgeht. Das bedeutet dann tendenziell nochmal mehr UV-Strahlung und das ist dann einfach nur noch schlecht. Danke Klimawandel. Also wird der Schutz vor der Sonne immer wichtiger. Wie lange der Körper ohne Schutz mit UV-Strahlung klarkommt, das ist abhängig vom Hauttyp. Aber ab einem UV-Index von 3 sollte man sich generell schützen. Ich, also heute, auf jeden Fall auch. Und diese Werte werden übrigens in Deutschland im Sommer eigentlich immer erreicht, schwanken aber über den Tag stark. Ich gucke jetzt ja nicht stündlich danach, wie ist jetzt der aktuelle UV-Index und würde mich dann noch spontan eincremen. Deswegen, wenn man morgens sich einfach eincremt, ist der Schutz für den ganzen Tag und das ist eigentlich, glaube ich, das Beste. Und es geht ja nicht nur um Schutz vor der Entstehung von Hautkrebs. UV-Licht ist auch der Faktor, der am allermeisten zur Hautalterung führt. Und deswegen ist Lichtschutz viel effektiver als alle anderen Bestandteile, die von Kosmetikherstellern gerne in ihren Cremes verkauft werden, um der Hautalterung vorzubeugen. Übrigens, eine gesunde Bräune gibt es einfach nicht. Wenn du dich der Sonne aussetzt, dann schützt sich deine Haut durch Melanin. Das ist ein Pigment, das UV-Strahlung streut und absorbiert. Das klingt erstmal gut, aber das Problem dabei ist, Bräune ist schon eine Stressantwort. Die Haut ist schon geschädigt worden, wenn sie braun geworden ist. Und dabei hat sie nicht einmal einen effektiven Sonnenschutz aufgebaut. Experten schätzen, dass eine Bräune nur einem Lichtschutzfaktor von maximal 3 bis 4 entspricht. Bei Sonnencreme üblich sind ja eher so Lichtschutzfaktor 30 oder 50. Der Lichtschutzfaktor gibt an, wie viel der Strahlung herausgefiltert wird. Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor 30 lässt zum Beispiel nur noch 3 und Lichtschutzfaktor 50 nur noch 2% der UV-Strahlung durch. Und das funktioniert mit chemischen oder mineralischen Filtern. Chemische Filter geben die UV-Strahlung als Wärmestrahlung wieder ab.
Mineralische Filter absorbieren einen Großteil und reflektieren oder streuen den Rest der UV-Strahlung. Das sind die Cremes, die immer einen weißen Film zurücklassen. Einige Filter stehen aber in der Kritik und genau das schauen wir uns gleich nochmal an. Vorher klären wir aber noch, ob man denn mit Sonnencreme überhaupt genug Vitamin D bilden kann. Vitamin D ist super wichtig und wird im Körper gebildet, wenn die Haut UVB-Strahlung abbekommt. Das heißt, dass Sonnencreme die Vitamin D-Bildung verschlechtert. Und viele fürchten deshalb einen Mangel, wenn sie sich eincremen. Aber im Sommer reicht meist eine echt kleine Sonnendosis aus und auf die kommt man eigentlich auch immer trotz Eincremen. Mehr dazu übrigens hier unter der Quelle 13, findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Und falls du tatsächlich einen Mangel hast, dann ist die Lösung dafür nicht Sonnen ohne Ende und erst recht nicht das Solarium. Im Solarium ist der UVB-Anteil sogar niedriger als draußen, deshalb bildest du da kaum Vitamin D. Sprich stattdessen mit deinem Arzt oder deiner Ärztin mal über eine Vitamin D-Supplementierung. Dazu haben wir übrigens hier schon mal ein ganzes Video gemacht. Okay, wie sieht es jetzt mit den giftigen Stoffen in Sonnencremes aus? Octocrylen, das in vielen Produkten enthalten war, kann sich nach einiger Zeit ins möglicherweise krebserregende Benzophenon zersetzen. Viele Cremes enthielten den Stoff in Tests sogar schon kurz nach dem Kauf. Aber erstens bedeutet möglicherweise krebserregend eben genau das. Es ist nicht gesichert, es gibt noch keine gesicherten Zusammenhänge. Und zweitens ist da auch die Dosis entscheidend. Um auf die Benzophenon-Dosis zu kommen, die in Tierversuchen einen negativen Effekt hatte, müsstest du 277 Jahre lang täglich Sonnencreme auftragen. Die Verbraucherzentrale rät trotzdem dazu, alte Sonnencremes wegzuwerfen, wenn sie Octocrylen enthalten. Und was ist, wenn der Körper die Stoffe aufnimmt? In Studien sieht man, dass UV-Filter teilweise im Blut auftauchen. Aber das ist nicht unbedingt gefährlich und gesundheitliche Schäden sind in diesem Zusammenhang auch noch nicht bekannt. Alle Filter, die eingesetzt werden, müssen von einem Expertengremium der EU bewertet werden, bevor sie eingesetzt werden dürfen. Wer davon nicht überzeugt ist, kann mineralische Filter wählen. Und um damit nicht auszusehen wie ein Geist, gibt es mittlerweile Rezepturen mit Nanopartikeln. Die sind allerdings auch etwas umstritten, denn das Einatmen ist nicht gesund. Deshalb werden Nanopartikel nur in Cremes und nicht in Sprays verwendet. Nach dem heutigen Wissensstand ist die Anwendung auf der Haut sicher, aber in den Körper gelangen sollten die Partikel eben nicht. Das klingt jetzt alles furchteinflößend, verstehe ich. Einige schwören deshalb auf natürliche Speiseöle als Sonnenschutz. Aber das ist, Überraschung, eine ganz schlechte Idee. In einem Paper aus dem Jahr 2000 wurde zwar behauptet, dass Himbeersamenöl einen Lichtschutzfaktor von 28 bis 50 für UVB und etwa 7 für UVA hätte, aber leider ohne vernünftige Quellen und ohne standardisierte Tests. Im richtigen Test ergab sich dann ein Lichtschutzfaktor von 2,6. Und für andere Öle sieht es da nicht viel besser aus. Oh Mann. Und wenn ihr jetzt sagt, dass ihr lieber nie wieder Sonnencreme benutzt oder einfach nie wieder rausgeht, dann könnte ich dieses Gefühl erstmal total nachvollziehen. Aber die Stoffe, die auf den Markt kommen, sind gut untersucht. Nur weil etwas in bestimmten Anwendungen verboten ist, wie zum Beispiel der mineralische Filter Titandioxid in Lebensmitteln, ist er auf der Haut nicht unbedingt schädlich. Und letztendlich ist jede eventuell schädliche Sonnencreme besser als garantiert schädliche UV-Strahlung. Wenn ich aus dem Flugzeug gesprungen bin, dann mache ich mir auch keine Gedanken darüber, dass ich eventuell einen Bluterguss beim Öffnen des Fallschirms bekomme. Ich mache den Fallschirm auf jeden Fall auf, weil die Alternative noch viel, viel schlimmer ist. Aber wie passt es dann zusammen, dass Menschen, die Sonnencreme nutzen, auch eher Hautkrebs bekommen? Da müssen doch Sonnenschutzmittel der Grund für sein, oder? Nein, denn nur weil etwas statistisch zusammenhängt, muss es nicht auch ursächlich zusammenhängen. Korrelation ist nicht automatisch Kausalität. Es gibt viel bessere Erklärungen dafür. Tendenziell werden Menschen, die Sonnencreme nutzen, zum Beispiel eher helle Haut und damit sowieso ein größeres Risiko haben. Es gibt auch so paradoxe Effekte, dass die Leute denken, sie sind jetzt geschützt mit dem UV-Filter und können deswegen viel länger in der Sonne bleiben und dann am Ende vielleicht eine viel höhere Exposition gegenüber UV-Licht haben, als sie es hätten, wenn sie halt nur kurz in der Sonne wären und dann wegen einem Sonnenbrand relativ schnell rausgehen. Ja, da gibt es paradoxe Untersuchungen, die auch dazu geführt haben, dass zwischendurch überlegt wurde, ob die UV-Filter nicht sogar das Krebsrisiko steigern. Das tun sie aber sicherlich nicht. Länger in der Sonne bleiben ist natürlich nicht gut. Und das nicht nur wegen der UV-Strahlung, sondern auch wegen den anderen Bestandteilen des Sonnenlichts. Für Infrarotstrahlung kennen wir noch keinen Filter, aber wahrscheinlich hat sie auch einen Einfluss auf die Hautalterung.
Und auch was die Gefahren von sichtbarem Licht angeht, ist sich die Forschung noch unsicher. Davor kann man sich schützen, aber logischerweise muss die Creme dafür auch sichtbar sein. Das geht also nur mit mineralischen Filtern, ohne Nanopartikel oder mit fester Kleidung. Bevor wir jetzt dazu kommen, welches Fazit man aus dem Ganzen ziehen kann und wie ich persönlich jetzt damit umgehe, habe ich noch einen guten Tipp für euch. Denn genauso wie die Sonne brennen mir teure Versicherungen ein Loch ins Portemonnaie. Zumindest haben sie das, bis ich Clark gefunden habe. Versicherungen sind kompliziert und nervig, aber leider auch notwendig, um richtig abgesichert zu sein. Über die Clark-App könnt ihr mit dem Bedarfscheck prüfen, wie gut ihr persönlich abgesichert seid. Und, wenn ihr möchtet, das Ganze optimieren. Im Grunde wie eine individuelle Sonnencreme, die euch gegen die Risiken des Lebens absichert. Ihr solltet aber wissen, dass Clark als Makler für euch auftritt. Das ist hilfreich, wenn ihr Versicherungen einfach kündigen oder neu abschließen wollt. Das wird aber auch relevant, wenn ihr schon einen Makler habt. Der verliert dadurch nämlich sein Mandat an Clark. Außerdem optimiert Clark euren Schutz teilweise auch automatisch, wenn es bestehende Versicherungen günstiger oder zum gleichen Preis in besser gibt. Vorausgesetzt natürlich, ihr widersprecht den Änderungen nicht. Wenn ihr Clark also ausprobieren wollt, dann klickt auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung und gebt bei der Registrierung den Code WATSON74 ein. Damit bekommt ihr nämlich auch noch für bis zu 3 bestehende Versicherungen jeweils einen 15€ Gutschein für Cyberport, Amazon oder den App Store. Okay, was heißt das jetzt alles? Naja, Sonnencreme ist nicht komplett unkritisch. Aber gleichzeitig ist jede Sonnencreme besser als die Schäden, die durch die Sonne entstehen. Die Schäden, die Sonnencreme angeblich anrichtet, sind nicht belegt. Im Gegensatz zur Schädlichkeit der UV-Strahlung, die definitiv belegt ist. Mindestens genauso gut wie Sonnencreme und oft übersehen ist aber auch Kleidung. Die kann man weder falsch auftragen, noch ist sie gesundheitsschädlich. Sonnenschutz ist nicht immer angenehm. Und wenn man darauf nie geachtet hat, ist es vielleicht auch überwältigend, worauf man alles achten soll. Dazu kommen dann auch noch irreführende Beiträge auf Social Media und Schlagzeilen zu einzelnen Inhaltsstoffen. Aber Sonnencreme ist eine der einfachsten Maßnahmen, um das eigene Hautkrebsrisiko zu senken. Und damit das so leicht wie möglich geht, kriegt ihr jetzt hier meine Checkliste für den Sommer. Als erstes raus aus der Mittagssonne. Hier ist der UV-Index immer am höchsten. Dann, die beste Sonnencreme ist die, die du tatsächlich trägst. Also nicht zu teuer und nicht zu klebrig. Für den ganzen Körper solltest du 30 bis 40 Milliliter brauchen. Und natürlich nachcremen, vor allem nach dem Schwimmen oder Schwitzen. Und das bedeutet auch, in einem Sommerurlaub müsst ihr wahrscheinlich alle paar Tage so eine Flasche hier austauschen. Vielleicht ist stattdessen auch UV-Schutzkleidung eine gute Idee. Und natürlich eine gute Sonnenbrille nicht vergessen, denn die Augen werden durch UV-Strahlung auch geschädigt. Hier am besten auf Zeichen achten wie UV-400. Ab 35 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen alle 2 Jahre ein Hautkrebs-Screening. Wenn du aber ein auffälliges Muttermal hast oder durch die Familie vorbelastet bist, dann kannst du das immer ärztlich abklären lassen. Und wenn die Wartezeit beim Hautarzt zu lang ist, dann ist eine Selbstuntersuchung auf jeden Fall besser als keine Untersuchung. Worauf du da achten solltest, das findest du unter der Quelle Nummer 24 unten in der Videobeschreibung. Also, kommt sicher durch den Sommer, cremt euch ein und bis dahin, bleibt neugierig. Euer Cedric.